Hallo Römer, liebe Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Blattgrün. Wir sind immer noch auf dem Weg zu Bill und müssen noch Taubsi weiter trainieren. Die Trainer dagegen kommen hier zum Üben her. Ja, das mache ich auch. So, ich will unbedingt Tauboga noch haben, bevor wir die nächste Arena betreten. Ein Radfratz, da hätten wir auch besser Rino am Anfang lassen können, aber egal. Wir nutzen mal Ruckzuckieb. Na? Vom Damage. What? Alter. Das Radfratz macht auch ganz guten Damage, ne? So ist nicht. So ist nicht. Aber wir schaffen das. Taubsi schafft das easy. War das? Ich glaube, das war Level 18, oder nicht? Da warst du auch Level 17? Ja, eigentlich Level 18, dass ich ach, weiß ich nicht mehr. Abitag, ja, komm. Wir lassen Taubsi am Anfang. Das ist noch ein gutes Training für Taubsi. Und gleich müssen wir halt wechseln, am besten zu Shiggy, würde ich meinen. Ich weiß es nicht genau. Ja, doch, ich würde sagen Shiggy. Weil wir ja gleich einen Wanderer vor uns haben, den wir besiegen müssen, gegen den wir antreten. Und ich schätze, er könnte auch einen Macholo am Anfang haben, ne? Mann. Ist ein bisschen unlucky, dass ich das nicht weiß. Wir können auch Taubsi am Anfang lassen und dann einfach switchen. Ja komm, wir lassen Taubsi am Anfang. Falls er Macholo hat, du möchtest du Bill, aber erst wird gekämpft. Alles klar. Ja, falls er ein Taubsi, ein Macholo am Anfang hat. Ein Onix, ja gut, dagegen hat Taubsi keine Schnitte. Taubsi, du bist dran. Allerdings, Taubsi, komm zurück. Chillock. Hatte ich ihm Shiggy gesagt? Also davor? Ja, habe ich ihm Shiggy gesagt. Ah. Egal. Aquaknarre. Doppelte Effektivität, das heißt vierfachen Damage und Onix ist One-Shot. Schön. 196 Erfahrungspunkte nur. Für ein Level. Also, insgesamt wären es ja knappe 300 gewesen. Oder fast 400, aber für ein Onix? Level 17 von einem Trainer? Echt wenig. Ich habe in Orania City mit meinem Papa auf der MS Anne eine Party besucht. Oh, wie war sie? Hat sie Spaß gemacht? Gab's die Disco-Kugel? Ich hoffe ja. Blackmon. Ruckzucki. Oh, wir müssten Taubsi. Oh. Wir haben keinen Trank mehr, ne? Aber das ist jetzt gerade nicht gut. Taubsi, komm bitte zurück. Konfusion. Ja komm, wir nehmen Shillock. Mit Mega-Hieb ist das, glaube ich, die beste Wahl. Gegen das Fleckmon Level 17. Außerdem könnte Shillock Level 18 auch gebrauchen. Alter. Mega-Hieb. Bats. Auch nicht so krasser Damage, muss ich sagen. Ich habe mehr erwartet. Oder mir mehr erhofft. Sagen wir mal so. Aber noch einmal Mega-Hieb und dann... jetzt vielleicht nicht mehr. Hoffen wir mal, dass dieser Mega-Hieb noch aus... Was? Okay. Hoffen wir mal, dass der nächste Mega-Hieb ausreichen wird. Ja, komm, bitte, bitte, bitte. Na, was? Was? Tackle! Als ob Tackle... Was? Ach, come on, Alter. Als ob Tackle daneben ging. Shillock, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich. Taubsi ist noch kein Level up, Mann. Hat er ganz gesagt, ich bin nicht sauer? Du solltest doch sauer sein. Hallo, mein Freund ist so cool. Na, bestimmt nicht cooler als wir. Definitiv nicht. Ruth. Okay. Nidoran männlich, das switchen wir auf... Ich wollte Smetbo in den Kampf schicken. In der Hoffnung, dass jetzt kein Schnabel... Ja, okay. Ich glaube, noch ein Schnabel hält Smetbo aus. Oder es one-shottet einfach das Nidoran. Okay. Oh, Taubsi Level 18, sehr schön. Smetbo. Nidoran weiblich. Wir lassen Taubs Smetbo noch eine Runde drin. Dann dürfte es das ja eigentlich auch one-shotten, oder? Was?
Aber Doppelkick, okay, ja, das sieht mit Bo aus. Das sieht mit Bo easy aus. So, wir haben auch kaum noch Konfusion, ne? Viermal. Also jetzt noch dreimal. Aber das ist okay. Taubsi ist jetzt Level 18. Smetbo könnten wir jetzt eigentlich auch noch auf Level 18 versuchen zu trainieren. Ich bin nicht in Form. Oder so. Ja, Taubsi entwickelt sich schön. Wir haben gleich einen Tauburger. Geil. Ist das nicht schön? Es ist schön. Ja. Swoom. Nice. Glückwunsch, Taubsi wurde zu Tauburger. Sehr geil. So, dann switchen wir mal kurz Smetbo an den Anfang. Pokédex. Wo ist es? Tauburger. Tauburger, Vogel, dieses Pokémon verteidigt sein abgegrenztes Areal sorgsam gegen alle Eindringlinge. Okay, oh, das sieht eher nach einem Fall für Shilock aus. Ja, wir setzen mal Shilock an Anfang. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Guck mal, da oben brauchen wir Zerschneider. Allerdings können wir das auch durch einen Trick schon, umgehen, sag ich mal. Indem man einfach den Trainer runterlockt. Ich weiß nicht, warum das geht. Ich weiß nicht, warum die das auch in dem Remake drin gelassen haben. Wenn das in dem Remake überhaupt geht. Ich glaube, das geht. Aber es geht. Es ging zumindest damals. In der ersten Version dieses Spiels. Shilock Level 18. Schön. Als nächstes noch ein Kleinstein. Da lassen wir natürlich weiter Shilock drin. Das ist gerade ein schönes Training für Shilock. Level 19 könnte er hier durch diesen Kampf eigentlich sogar, also durch den ganzen Trainer, vielleicht erreichen. Je nachdem, wie viele Erfahrungspunkte die jetzt alle geben. Vielleicht hat er ja noch einen Onix. Ja, wenn er jetzt noch zwei Kleinsteine hat, dann ist das Level-Up safe drin. Das ist nice. Aber Shilock schon mal Level 19. Ist ja auch alles One-Shot hier. Das heißt, wir brauchen keine Angst haben, dass Shilock irgendwie KP verliert. Und noch ein Macholo. Oh, okay. Nee, da wechseln wir. Da wechseln wir. Und zwar, ich würde gerne Smetbo nehmen. In der Hoffnung, dass Smetbo schneller ist als Macholo. Und Konfusion ausreicht. Schlafpuder, komm. Zur Not, zur Vorsicht. Schlafpuder. Und dann dürfte das Macholo Smetbo das Level 18 geben. Das ist sehr schön. Nicht mal One-Shot, okay. Gut, dass ich Schlafpuder benutzt habe. Das ist sehr, sehr, sehr glücklich gelaufen gerade. Sehr nice. 244 Erfahrungspunkte für Smetbo und es ist Level 18. Sehr schön. Superschalten. Kann stark sein, ja. Aber ich mag meine jetzigen Attacken, bei Smetbo. Du hast mich besiegt. Ja, Mann. Ich mag die jetzigen Attacken, bei Smetbo. Ich bin richtig cool. Ich habe eine Freundin. Ach. Die haben wir auch schon besiegt. Und die meinte, du bist echt cool. Aber bin eher Heinz. Ja. Belassen wir es dabei. Du bist cool. Definitiv. Würdest du Harald heißen, ne? Dann würde ich dich feiern. As fuck. Okay, ein Mega-Hit machen wir nochmal. In der Hoffnung, dass es ausreicht, um das Radfratz zu one-shotten. Ja, das ist nice. Das gibt jetzt Shilock das Level 19 und wir können switchen. Shilock versucht. Biss! Ja, natürlich! Tackle weg. Anstatt. Tackle weg und Biss dazu. Das ist schön. Biss ist schön. Ich mag Biss. Rettern. Da kommt natürlich unser liebes Smetbo zum Einsatz. Es ist gerade nicht so die Route, um Nidoran zu trainieren, ne? Merke ich gerade. Ja, eben bei dem Radfratz vielleicht, ja. Aber bei den Kleinsteins vielleicht. Aber auch nicht so krass, finde ich. Oh Gott. Wickel, ja gut. Wickel. Oh mein Gott. So schlimm. Es tut so weh. Ah, okay. Sehr gut.
Eigentlich müsste Wickel ja auch effektiv auf Smetbo sein, weil es fliegt, ne? Und wenn Wickel dann Smetbo umwickelt, dann kann, weiß ich nicht, Smetbo nicht mehr fliegen. So. Naja, und ihr hier seht ihr den Trick. Einfach den Trainer raus. Geheimpower. Das ist okay. Hier seht ihr den Trick, einfach den Trainer hier runterlocken und dann, ja. Okay, noch ein Trainer. Wir wechseln Shillock aus, weil Shillock ist zu low. Wir sind, ja, komm. Wir wechseln zu Nidorino. Und da hinten ist noch eine Trainerin. Ich wusste, dass wir miteinander kämpfen würden. Du hast mich noch nicht mal gesehen vorher. Du wusstest gar nicht, dass ich auf dem Weg bin. Na, gar nicht, dass ich auf dem Weg bin. Männlich. Das Retternd könnte... könnte gefährlich werden. Ja, nicht unbedingt gefährlich, aber... Wir haben halt immer noch eine Schnabel- und Doppelkick, ne? Wir brauchen das Level 22, Leute. Dann haben wir nochmal eine bessere Attacke. Oder nochmal eine Attacke, die... Der mehr Damage macht als Schnabel, glaube ich. Und für... Ja... Es ist besser. Und wir brauchen eine andere Attacke. Die ich noch finden werde nach der Arena. Die kriegt auch das liebe Nidorino als Angriff. Ich glaube, wer anders... Oh, es könnte... Shillock weiß ich gar nicht, ob er das erlernen könnte. Aber später ein Teammitglied kann es wahrscheinlich safe noch erlernen. Aber ich will es lieber Nidorino beibringen. Oh, wenn Sandan jetzt eine Bodenattacke drauf hat, wie Lehmschelle oder so, dann könnte das ein bisschen im, ja, ein bisschen schief laufen hier, aber oh, das ist echt wenig Damage. Brauchen wir einfach mal nicht. Sandwirbel. Ja gut, das ist okay. Das ist okay. Das ist eine Bodenattacke, die akzeptiere ich. Komm, jetzt ein Tackle und du wirst vergiftet. Ein... Oh, Alter, nee. Warum denn ein Igler? Mann... Muss das sein? Ah, das zieht... Du, Sandan, du ziehst dein Besiegtsein einfach nur in die... What? Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Ah, wir sind gerade ein bisschen am Arsch, ey. Ich hätte mir... Gab's in der Stadt überhaupt einen Markt? Ich habe gar keinen gesehen. Also, jetzt hätte ich safe eingekauft, oder? Bin ich dumm? Naja, den nächsten Trainer schaffen wir bestimmt auch noch. Bestimmt. Irgendwie. Ich wusste auch, dass ich verlieren würde. Achso, bist du ein Hellseher? Hättest du dir vielleicht Psycho-Pokémon anlegen sollen. Zulegen sollen. Ja komm, Tauboga ist gut. Sie ist noch, Tauboga ist noch am meisten voll. Von den KP her. Meine Freundin hat so ein süßes Pokémon. Ich bin so furchtbar neidisch. Fangst du dir auch? Frag sie, wo sie es gefangen hat. Außer sie ist echt eine gemeine Freundin und sagt es dir dann nicht. Elisa, hallo, Mirapla. Perfekt, sehr gut, dass wir Tauboga am Anfang gelassen haben. Das ist gerade ein bisschen schade für die Dorino, ne? Muss ich ja sagen. Finde ich echt doof. Es ist mittlerweile Tauboga, 5 Level Unterschied, ne? Und eine effektive Attacke. Und es one-shotet ein Mirapla immer noch nicht. Tauboga, ich bin enttäuscht von dir. Weißt du das eigentlich? Mann. Ich weiß gar nicht, was für Attacken Tauboga so lernt. Enthaupsi, ja komm, Tauboga bleibt da. Könnte ich nach dem Part mal nachgucken, was für Attacken ein Tauboga so erlernt, bis es ein Taubos wird. Hätte vielleicht auch vorher nachgucken können, was Taubsi noch so erlernt. Vielleicht irgendwas, was Tauboga nicht erlernt oder was... Ja gut, was Tauboga später erst erlernt, ist klar. Das gibt es wahrscheinlich auch. Das ist ja bei jedem Pokémon so. Dass es manche Attacken als Vorentwicklung noch früher lernt als Entwicklung. Also von daher. Aber gut. So ein Flügelschlag wäre halt nice, weil Flügelschlag ist eine schöne Attacke. Wenn ich Stahlflügel finde, dann ist es auch schön. Stahlflügel, ich liebe Stahlflügel. Das ist mit einer der geilsten Attacken für Flug-Pokémon. Weil man sich dann, also weil das Flug-Pokémon sich dann endlich gegen Stein wehren kann, so. Gegen andere. Pokémon-Arten. So, ich bin nicht sauer. Okay. Bin ich gut. Hallo. Ich glaube, hier wohnt Bill. Kann ich meine Pokémon... Bill? Hallo? Oh, Brummeluf. Ja, hallo, ich bin ein Pokémon. Ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite, ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wieso dann unbedingt mit einem Pummeluff?
Wie sieht es aus? Hilfst du mir nur, wenn du für mich singst? Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Okay. Ah. Chia hat den Zell-Separator in Gang gesetzt. Und wo ist jetzt das Pummelhof, mit dem du gekreuzt wurdest? So kann ich mir jetzt hier... Auf dem PC läuft ein Programm zur Steuerung des Teleporters. Okay. Klasse, danke Kleine, du hast bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Oh, das ist schade. Wie kann ich dir danken? Hier, nimm einfach das hier. Stimmt! Das kriegen wir hierher. In Urania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MS Anne. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Klar. Achso. Ja, der kann uns doch Pokémon zeigen, oder nicht? Moment. Wenn wir da raus und reingehen vielleicht? Hallo? Schau dir doch einfach auf meinem PC ein paar seltene Pokémon an. Ah, danke. Welches Pokémon? Evoli. Oh. Süß. Lamara. Oh yeah. Blitzer. Aquana. Schön, jetzt sind sie nämlich in unserem Pokédex eingetragen. Wir können uns die Einträge durchlesen. Glaube ich. Gucken wir mal kurz nach. Schade, dass in dieser Generation noch nicht das coolste der Entwicklungen von Evoli dabei ist. Also die coolste Entwicklung. Da. Evoli. Ah, nee, wir haben keine Daten, weil wir es nicht gefangen haben. Aber wir haben jetzt 37 Pokémon gesehen und 16 gefangen. Wir kriegen übrigens von verschiedenen Assistenten von Eich immer zwischendurch mal Belohnungen dafür, wenn wir Pokémon fangen und sehen. Hallo. Das gab es beliebt bei Pärchen. Die Arenaleiterin Misty hat hohe Erwartungen an diesen Ort. Okay. Hallo, bist du allein hier? Wenn du am Kap von Azuria City bist, solltest du jemanden dabei haben. Nee, ich bin alone. Alone. Manu. So. Gut, wir waren jetzt bei Bill. Der Party ist fast vorbei, ey. Wir haben den... Ah, wir können hier durch. Oh, geil. Dann holen wir uns gleich erstmal die Attacke. Dann holen... Oh ja, oh ja. Habe ich hier mit jedem... Ja, hier hab ich mit jedem gequatscht. Stimmt. Und unsere Pokémon sind wieder topfit. Oh. Also das nächste... Die Arena von Azuria City, Leute, ist eine... Wasserarena. War ich hier echt nicht drin? Benutze einen Schutz, um Käfer und schwächere Pokémon von dir fernzuhalten. Überhaupt nicht meinen Schutz, solltest du das stärkste Pokémon an die Spitze der Liste setzen. Wenn das Pokémon, das an erster Stelle steht, stark ist, wirkt Schutz noch besser. Oh, das wusste ich gar nicht. Oh. Besitzt du Sonderbonbons? Gib mal deinem Pokémon einen solchen Bonbon, dann erreicht es den nächsten Level. Oh, cool. Das wusste ich. kaufen. So, wir brauchen erstmal ein paar Tränke. Wir kaufen mal 7. Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Wir kaufen einfach mal 4. Dann kaufen wir noch, sagen wir mal, 3 Supertränke. Wie viele Pokebälle haben wir? 1. Kaufen wir nochmal 9 Pokebälle zum... Halt, ne? Einfach nur aus Schutz. Fluchtseil haben wir auch noch 1. Naja, das reicht auch. Schutz kaufen wir auch nochmal 3 Stück, vorsichtshalber. Und nochmal... Gegengift habe ich auch ganz gern dabei. Der Rest ist egal, so Paraheiler oder so. Haben wir noch 1, das reicht. Feuerheiler und Aufwecker brauchen wir nicht. Das passt so. Ja, wir können uns jetzt erstmal eine neue Attacke holen. Das machen wir auch, glaube ich, noch schnell. Und ja, die Arena von Azuria City ist ja eine Wasserarena. Und wir haben kein Pokémon, was gegen Wasser bisher stark ist. Deswegen müssen wir uns da irgendwie durchschlagen. Aber das kriegen wir schon hin. Die Leute hier wurden beraubt. Ach, das hatten wir schon. Hallo. Das Team Rocket braucht den Schaufler, sicher für irgendeine Schandtat. Ja. Dieses gemeine Team Rocket. Hör dir an, was sie wieder verbrochen haben. Sie haben den Schaufler gestohlen, die eine TM mit der Pokémon Löcher graben können. Der Schaufler war sündhaft. Teuer. Hey. Na? Hey, bleib draußen. Du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant. Was? Glaubst du mir etwa nicht? Digga, du hast eine Team Rocket Ausrüstung an. Oder, Kleidung an.
Ich weiß, der Part ist eigentlich schon vorbei, aber ich will seine TM-Leute. Ich will die TM-Schaufler, damit wir sie Nidorino beibringen können. Schaufler ist eine schöne Attacke. Ich liebe Schaufler. Schaufler ist richtig schön. Richtig strong. Ich mag Schaufler. Ach, nicht vergiftet. Schade. Sonst wäre Macholo jetzt schon besiegt gewesen. Energiefokus. Ja gut, okay. Ich habe halt gehofft, dass er nochmal Karate-Schlag macht oder so und sich dann vergiftet und dann besiegt wird. Hätten wir jetzt keinen AP-Punkt für Schnabel verbraucht, aber es ist egal, weil ich gleich eh nochmal in ein Pokémon-Center gehen werde. Und ein Traumato. Was machen wir dagegen? Ich glaube, wir setzen Tauboga tatsächlich ein. Shilock, natürlich, mit Biss. Was ist denn mit mir? Was ist denn mit mir? Also wir können theoretisch jetzt Nidorino ein wenig vernachlässigen. Die dritte Arena ist eine Elektro-Arena und da wird halt Nidorino ein wenig trainiert mit seinem Schaufler dann. Wir vernachlässigen ihn natürlich nicht so krass, weil sonst wird er halt todes-underleveled sein. Aber er kriegt da auf jeden Fall seine Erfahrungspunkte, die er noch benötigt. Und auch wenn da ein Magnetino mit Schwebe sein könnte, haben wir Doppelkick für, weil es ist ja Stahl. Ist gut, ich gebe auf, ich verschwinde. Lass Schaufler hier. Okay, ich gebe die gestohlene RTM zurück. Danke. Ich gehe wohl besser. Tschüss. Yes. Ey. Was weg ist, ist weg. Ich werde Dick dabei bringen, ohne den Schaufler zu graben. Ey. Ich hab doch... Okay. Dann behalte ich sie. Hey, ich hab, ich meine, nichts gesehen. Da hinten ist keiner. Also, kannst wieder aufs Revier fahren. So. Psst. Sag dem nicht, dass ich Schaufler habe. So, dann bringen wir Nidorino noch schnell Schaufler bei und dann beende ich den Part aber wirklich mal, Leute. So, Beutel. VMTM-Box. Wir haben noch Kugelsaat, Schaufler, Felsgrab. Felsgrab könnten wir auch mal beibringen. Schaufler. Ich glaube aber, es kann keiner Felsgrab. Nidorino kann Felsgrab auch nicht. Schaufler. Soll vergessen werden für, sagen wir mal... Ja, Energiefokus. Silberblick kann auch vielleicht ein bisschen nützlich werden. So ein bisschen Verteidigung. Runter machen, halt senken und so. Aber Energiefokus, ne? So kann niemand Felsgrab. Nee, ne? Nee, schade. Jetzt haben wir noch Raub, brauchen wir nicht. Bugesat kann auch keiner. Naja, gut. Okay, Leute, das war's erstmal für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!